Martina Bick glänzt, wie Sie wissen, mit hormongefärbter dunkler Haut und 16 Kilo Salzwasserbrüsten. Ihr Ehemann Michael ist sehr kräftig. Ja, die Bicks sind also beide ziemlich big. Aber wie kommen die beiden denn eigentlich in Japan zurecht? Ist dort alles für die Bicks zu klein? Wir waren mit Martina und mit Michael in Tokio. Na, wo sind wir denn hier bloß gelandet? Ist das ein anderer Planet? Martina Bick ist mit ihrem starken Ehemann Michael zu Besuch in Tokio und es gibt an jeder Ecke Probleme, die Michael ganz knülle machen. Zum Beispiel, ein sehr großes Hotel-Doppelzimmer hat in Japan so um die 7 Quadratmeter. Für die Bicks extrem eng. Oder die Nutzung von traditionellen Zwei-Personen-Verkehrsmitteln ist für die Familie Bick schwierig. Der Rikscha-Fahrer streikt, nur Michael darf alleine in der ollen Zugkarre mitfahren. Logisch, der Reifen ist ja auch schon völlig platt. Oh, ist schön. Entschuldigung, dass du nicht mitfahren kannst, mein Mäuschen. Naja, aber ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen knapp gemessen. Vor allem, wenn nur einer zieht. Eigentlich machen wir alles gemeinsam, aber das wäre also, man muss ja auch auf den Mann ein bisschen Rücksicht nehmen. Das wäre einfach zu schwer geworden, also jetzt uns beide zusammen. Die nächste Herausforderung, die Bicks schlafen in einem typisch japanischen Kapselhotel. Die Taschen werden in einer Art Umkleide eingeschlossen. Dann geht es in den Schlafbereich. Männer und Frauen ruhen hier in getrennten Abteilungen in solchen Schlafkapseln. Die ganze Nacht kostet etwa 50 Euro. Ein Nickerchen für eine Stunde geht ab 10 Euro los. Ja, hier haben wir also einmal Steckdosen ist drin, USB-Anschluss. Martina würde ich hier sehr vermissen. Also am liebsten wäre mir natürlich so eine Doppelkapsel, wo wir also zusammen reinkriechen könnten und kuscheln. Martina hat in der Kapsel aber nicht nur mit dem Fehlen von Michael gekämpft. Autsch, das ist aber auch eng hier. Aber was mein Problem war, die Matratze ist steinhart. Also ich glaube, wenn du dich da hinlegst, hast du ein Spiel. Also ich habe extra dem Limo dazwischen gelegt, aber ich habe noch vielleicht 10 Minuten drin gelegen, das war mir zu hart. Also, ist Tokio für die Bigs nur zu eng oder zu hart? Der Besuch eines Eulencafés hebt merklich die Stimmung. Da die Japaner in ihren oft sehr engen Wohnungen keine Haustiere halten können, gehen sie in Tiercafés, um exotische Tiere zu streicheln. Für etwa 10 Euro dürfen hier eine Stunde lang vor allem Eulen ganz nah an andere Eulen. Für Martina sind Eulen Seelenverwandte. Gelten ja als sehr weise. Ja, etwas Weisheit hat noch niemand geschadet, oder Martina? Im Eulencafé werden auf engstem Raum Wildtiere zum Streicheln angeboten. Ob das alles so tierfreundlich ist? Nun ja, Erdhörnchen hecheln durch Mini-Terrarien und Wüstenhunde vegetieren in winzigen Käfigen. Also sowas ist in Deutschland leider nicht erlaubt. Ja. Was ich eigentlich unheimlich schade finde. Ist auch gut so. Nein. Also ich finde also, so Cafés sollte es in Deutschland auch geben. Also solange es so ist, dass man also sich tierfreundlich verhält. Zu zweifelhaften Tiercafés haben die Bigs also eine sehr japanische Einstellung. Doch wie sieht es mit typisch japanischem Essen aus? In Tokio dominieren nicht unbedingt Sushi-Restaurants mit rohem Fisch, nein, es finden sich eher Nudelläden an wirklich jeder Ecke. Der Bestellvorgang passiert hier immer und überall mit Bezahlmaschinen. Ach so, ein Automat. Da drückt man drauf, welches Menü man möchte, tut Geld rein und kriegt dann irgend so einen Bon, wie heißt das, mit einer Nummer. Süppchen gewählt, Geld rein und Nümmerchen beim Chefkoch abgegeben. Man sollte meinen, im Jahr 2019 ist die Nahrungsaufnahme mit Stäbchen auch für Pfälzerinnen ganz einfach. Es gibt aber Probleme. Das sind die Fingernägel. Ich glaube, das sind doch die Fingernägel. Obwohl, in Japan gibt es auch Nagelstudios. Na, jetzt! Aber irgendwann klappt das mit den Stäbchen und der Suppe. Vor allem der kräftige Michael ist begeistert und ordert voller Leidenschaft Nachschlag. Na, endlich eine vernünftige Portion, weil viele hier in Japan haben da so Puppenküchenmenüs, da alles den hohlen Zahn. Aber hier hast du endlich mal europäische Größen. Du hast ja... Aber was gibt es bei den Japanern zu Hause zu essen und ist es bei denen auch so eng wie sonst in Japan? Die schrägen Bigs zu Besuch bei einer japanischen Familie, bald hier in ihrem Sat.1 Frühstücksfernsehen.